herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt in der Küche, die Kinder sind schon längst in der Schule. Abgefertigt. Genau, und abgeliefert. Ja, und wir arbeiten ein bisschen. Genau, und trinken wir unseren Kaffee. Das ist unsere Routine eigentlich. Ja, ein bisschen besprechen, was der Tag so auf sich hat, was wir kochen, was wir arbeiten müssen, was der Plan ist. Die Luisa ist zu Hause heute, die wollte heute nicht in den Kindergarten gehen. Jetzt eine Phase wie die Lara damals, wo der Philipp ein Baby war. Das ist okay. Wir genießen auch die Zeit mit dir. Also es ist okay, dass sie zu Hause bleibt. Schlimm wäre es, wenn es eigentlich der letzte Kindergartenjahr wäre, weil das ist ja eigentlich für die Schule sehr wichtig. Genau. Aber das ist auch im Lockdown wieder wurscht. Man kann nicht zu Hause sein. Eigentlich schön, ja. Ich bin ein bisschen müde noch. Der Kleine war sehr, sehr, sehr aktiv gestern. Ah ja, der ist gestern... Also urlang wach geblieben. Nee, noch nie. Normalerweise ist der so um 8, spätestens 9. Der hat uns überall, also ist gebissen. Auf uns gesprungen und gebissen. Aber so richtig fest. Wir schauen aus, als hätten wir mit Katzen gekämpft. Ich glaube, und jetzt ist fast 9 Uhr und er schläft noch. Ja. Jetzt sollen wir ihn auch weg und auch beißen. Sollen wir ihn beißen. Genau. Und auf ihn springen. Oh. Und mit dem springen lassen. Oder? Ja, mit dem beißen, glaube ich auch. Jetzt werden wir ein bisschen arbeiten, unser Kaffee trinken und euch wünsche ich viel Spaß mit dem Vlog. So, ich musste jetzt kurz meine Laptop-Arbeit pausieren. Also ich bin schon fertig mit einem Teil, aber noch nicht ganz. Ich muss meine E-Mails noch machen, aber ich möchte mich davor noch gerne schminken, weil ich muss auch eine Story drehen für einen Kooperationspartner. Alles okay? Brauchst du was? Die Luisa. Ja, und ich muss über eine Story drehen und möchte mich dafür ein bisschen schminken. Zurecht machen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt mal fertig machen. Der Papa ist schon im Büro und schneidet das Video für heute. Es ist ja natürlich wieder mehr Videoschnittarbeit durch die Daily Vlogs. Und vergesst nicht, schaut auch immer auf Instagram vorbei, weil da wird immer was verlost täglich. Deswegen nutzt das auf jeden Fall aus und schaut da rum. Die Gewinnspiele sind immer so ein paar Tage online. Das heißt, ihr habt da immer Zeit, da mitzumachen, falls ihr auch Bock habt. Mistian Diamanta, so heißt sie. Da sind Leute, die das noch nicht wissen, aber ich gehe mal stark davon aus. Oh, Gesundheit! Meine Lieben, Mittagszeit. Wir haben die Lara schon von der Schule abgeholt, die Mama ist noch immer am Computer. Jetzt werden wir natürlich ein bisschen mit Arbeit aufhören, ne? Zum Beispiel was essen. Ja. Also Arbeit, aber Zeit für uns ist auch wichtig. Du musst das jetzt machen, bis der Kleine noch schläft. Genau. Und jetzt ist er ja vorhin wach geworden, habe kurz Pause gemacht, aber ich musste das jetzt noch an meine Kooperationspartnerfirma schicken und jetzt kann ich ja mal kurze Ruhe geben, oder? Genau. Und Mittagszeit. Den Bauch voll machen. Ja. Schau, mein T-Shirt hängt schon wie... Bin mega hungrig. Wie Beef, schon Reserve. Ja. So. Heute gibt es bei uns zum Mittag was? Garnelen mit... Nudeln. Und für die kleinen Mäuse Reis mit Fischstäbchen. Also das ist mega scharf. Das ist wirklich scharf jetzt. Wir haben letztens auch so geweint. Ich brauche eine Schweißmaske oder wie ist das? Das, was ich brauche. Ein Schweißgerät. Es gibt sowas. Ja. Nein, es gibt so Zwiebelbrillen. Ich dachte, das ist ein Scherz, aber das ist tatsächlich ein reales Produkt. Noch nie gehört eigentlich. Zwiebelbrillen. Kannst du mir auch zwei Knoblauchzehen? Hast du da mehrere Zehen? Ja, fünf pro Fuß. Aber ist das jetzt für uns diese Knoblauchzehe oder für den Reis? Ja, für uns, aber es ist einen fetten Knoblauchzehe. Aber ich sag, da steht zwei. Also. Ja, es kommt auf, wenn du so spanische nimmst, dann reicht es ein. Nein! Hm.
was macht sie? Schau, der sagt, frohe Weihnachten, Mama. Oh. Hey! Hey, die noch nicht essen. Na, wie alt bist du denn, Mama? Bitte, die Goldi ist so süß, oder? Goldi? Frohe Weihnachten. Moin, sieh die Lucy da. Will Emi kommen? Emi, ja. Ich hab auch meinen Rücken. Warte, ich versuch ein... Sophie überhaupt? Sophie! So schaut es bei uns aus. Sophie! Warte, mein Kopf ist zu groß. Ist die Sophie unten noch? Im Michaels Zimmer? Keine Ahnung. Der Kopf ist immer zu groß. Ist viel drinnen. Ah, oh, schon die Goldi kommt ja mit ihr. Oh, schau mal. Goldi, bist du Liebe? Essen aus, meine Lieben, Garnelen mit Nudeln. Für mich und Papa und für die Kinder gibt es ein bisschen Reis mit Fischstäbchen, aber das ist jetzt für den Philipp. Die Lara ist auch schon hier und sitzt hier. Die Luisa ist eingeschlafen, deswegen ist die Luisa ein bisschen später. Die Michelle und der Patrick sollten eigentlich auch bald kommen, aber wir essen schon mal mit den zwei Kleinen hier und ja, die Luisa ist dann mit Michelle und Patrick. Ja, also. Ah, ich hab den Hunger. Guten Appetit. Hi. Hi. Weil wir wechseln uns ab mit diesen Hütchen, oder? Ah ja. So, jetzt bin ich da schnell wichtig. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, Entschuldigung. Wir haben jetzt ein Foto gemacht für ein Gewinnspiel auf Instagram. Also schaut vorbei. Ich lasse die Gewinnspiele immer mehrere Tage laufen, dass da auch die Leute, die von YouTube auf Instagram kommen, dort die Chance haben mitzumachen. Ja, ich wünsche euch alle viel Glück. Ich liebe selbst diese Gewinnspiele. Obwohl ich nichts gewinne, aber ihr gewinnt. Genau. Aber also schaut rum, wenn ihr sehen wollt, was ich hier für ein Foto gemacht habe. Ja. Wir haben definitiv ganz, ganz tolle Gewinnspiele mit wertvollen Produkten. Deswegen müsst ihr wirklich jeden Tag anschauen. Oh. So, ich räume jetzt einmal hier wieder alles auf zurück, Ursprung. Okay. Und du machst dann... Und ich gehe draußen die Weihnachtsbeleuchtung aufhängen, die versuche ich schon seit 2 Tagen. Leider hat nicht geklappt wegen Zeitmangel, aber heute nehme ich mir Zeit extra für das. So, meine lieben Weihnachtsbeleuchtung hängt schon, aber ich werde sie jetzt nicht in Betrieb nehmen, denn ich habe gerade Physiotherapie, ich muss mich beeilen. Aber wenn ich wieder zu Hause bin, machen wir das gemeinsam. Hey, meine Lieben, ich bin schon von Physiotherapie. Nächsten Blick! Danke, Lara, fürs Auslachen nochmal. Ja, Michel, du kannst besser, ich weiß es. Hey, meine Lieben, ich bin schon von Physiotherapie wieder zu Hause. Und ich werde jetzt gleich mal probieren, ob das die Beleuchtung da draußen funktioniert. Wir machen das gemeinsam. Also. Da ist ein Falter. Also, wir probieren gleich. Achtung. Tada! Und die zweite auch noch. Es ist nämlich nicht so einfach, diese Löcher von der Steckdose zu treffen. Wo ist denn das jetzt? Also, jetzt geht's. Achtung! Wow!
Ja, das schaut cool aus. Wir gehen mal kurz draußen, um zu schauen, wie es von draußen aussieht. Ja, ich liebe das. Wow, das schaut schön aus. Hey, da funktioniert eine Glühbirne nicht. Da muss ich mal anschauen, was sie überhaupt hat. Freut mich mega. So, jetzt gehen wir mal geschwind im Haus. Ich habe einen mega großen Hunger. Denn Physiotherapie macht auch Hunger. Die Mama ist auch schon da. Sie bereitet da was fürs Abendessen vor. Ja, ich habe jetzt eine Story gemacht, was ich koche. Ja, sie macht irgendwas mit Kürbis und Käse und Zwiebeln. Das hört sich lecker. So lecker. Aber ich bin die Einzige im Haus, die Kürbis so isst. Die anderen essen Kürbis nur mit Kürbiscremesuppe. Aber ich glaube, ich schließe mich auch dazu. So, das ist ja. Ich habe auch Hunger. Oh. Brot backe ich auch gerade, also besser gesagt, es geht gerade auch, also dauert so ein bisschen noch, eine halbe Stunde, dann kann ich es nicht. Wo ist es? Es ist im Wohnzimmer bei. Ach so, okay. Auf der Fensterbank oder was? Ja, du warst warm. Die Sandra, ich glaube, die hat auch Hunger. Am Abend treffen wir uns alle in der Küche mit leeren Mägen und wollen wir alle was schnappen. Gell? So, Mamas Brot ist auch schon ready to backen. Wir backen jetzt mega oft Brot. Habt ihr schon im letzten Vlog, haben wir das gezeigt? Ja, aber das Brot ist mir wirklich... Das ist ein Thermomix-Rezept. Joghurt, Krustenbrot. Und das ist so ein gutes Brot, sag ich. Vielleicht öffnen wir eine Bäckerei. So ein Brot verkaufst du... So schnell kannst du nicht schauen. Ich bin der Erste, der kauft. Du kannst jetzt kaufen. 3,50 Euro. Ah, weil du mich kennst. Freundschaftspreis. Genau. So. Das wird immer hier, also wir braten sie mal. Braten. Wie heißt das? Backen. Backen. Ist im Gusseisentopf. Aber wir tun es erst später rein, nachdem der Kürbis fertig ist. Okay, das heißt, jetzt ich kommt. Ich muss es noch schneiden. Okay, Deckel weg. Willst du scharfe Messer? Also. Schaffst du es? Nur Mut, Schatzi. Let's go! Ich habe die Ehre, das Brot zu schneiden. Warte kurz. So. Komm. Also, die Mama hat mir die Aufgabe gegeben, das Brot zu schneiden. Macht ihr tief, gell? Ja, tief halt so. Ja, was? Ja. Nee, das erste ist nicht so tief. Ja, ja. Und dann nochmal eine. Ja. So machen die Bäcker eigentlich auch. Schön, gell? Oder? Wow. Bin stolz auf meine Schnitte. Sehr gut. So, wir müssen noch ein bisschen warten, also ich mache mal den Deckel drauf und wir müssen warten, bis das hier fertig ist, unser Kürbis. Ich bin ja hungrig. So, meine Lieben, kurze Unterbrechung bis zum Abendessen. Wir haben was Wichtiges zu zeigen und zwar der kleine Mann tanzt schon alleine, ohne Hilfe. Und zwar, er steht schon, warte kurz, muss ich euch machen. Zeigen. Gönnen uns heute im Wohnzimmer essen. Normalerweise essen wir nie im Wohnzimmer. Also ich sehe schon lange nicht mehr. Also, sehr selten, so. Ja. Außer es ist Wochenende oder so. Aber heute gibt es mal Jause Abendbrot im Wohnzimmer. Und wir schauen was. Michelle hat jetzt Klaus eingegeben, oder? Santa Claus. Ja. Santa Claus. Ach, Klaus. Hi. Bis ich habe das schon geschaut. Was gibt es dem Kleinen? Boah. Das nennt man Schafskäse. Kann ich bitte... Kinder, da müsst ihr noch Wäsche mit drunter nehmen. Michel, dieser eine Haufen gehört dir, oder? Er ist auch ein Baby. Ja, Lara, trink was. Da gibt es Lara ihr Getränk. Wo ist das Glas, gehört der Lara?
Ich habe ein Glas. Die Michelle hat schon gegessen. Ja. Ja, meine Lieben. Und wir werden jetzt zum Essen und dann vom Vlog verabschieden. Bis morgen. Tschüss.